Ein Schiff hinterlässt keine Spuren in der See, aber unendlich viele in der Seele. Der Zweimastschoner Johann Schmidt aus Bremen. Zwei Schulklassen aus Berlin sind an Bord des Traditionsschiffs und lernen das Segeln. Ein bisschen wecken hier die Leute. Eine Woche sind sie schon unterwegs. Jetzt geht der letzte Turn von Wismar nach Rostock. Nele ist schon zum zweiten Mal dabei. Man braucht viel Konzentration. Es ist immer schwer, währenddessen zu reden tatsächlich. Vor allem, wenn man in so einem engen Fahrwasser fährt. Und mit Gegenverkehr. Ein Frachter will in den Wismarer Hafen. Für die anderen 20 Schüler gibt's Frühstück. Oben an Deck Kommandos. Backbord 2. Backbord 2. Liegt an. Erfolgreich manövriert. Ja, absolut kein Problem. Die Johann Schmidt ist ein echter Traditionssegler. 1974 in den Niederlanden gebaut, schon damals speziell für Jugendreisen. Später mit modernen Navigationsinstrumenten ausgestattet und instand gesetzt, immer nach den gesetzlichen Richtlinien für Traditionsschiffe. Man muss schon einiges dafür tun und einiges investieren, sowohl in das Material. Man muss also die materiellen Vorschriften erfüllen, die in der Schiffssicherheitsverordnung festgelegt sind. Und man muss aber auch die personellen Voraussetzungen erfüllen, sprich die entsprechende Anzahl an Nautikern, Maschinisten, Decksleuten etc. an Bord zu haben. Segeln, das hat ein richtiges Abenteuerfeeling. Ganz anders als zu Hause in Berlin. Also hier sind wir auf dem Vorschiff. Wir haben vorne einen Klüver. Das sind die Segel, die kann man austauschen. Je nach Wetter ist ein anderes halt besser. Zum Beispiel, wenn zu viel Wind ist, sind kleinere Segel besser. Jetzt heißt es Großsegel setzen. Oh, jetzt schlackert das aber. Noch ein halber Meter. Und endlich Sonne. Eine Woche haben sie jetzt an Bord der Johann Schmidt gelebt. Fast 30 Menschen auf engstem Raum. Auch der Teamgeist fasziniert immer wieder. Die soziale Entwicklung von jungen Leuten auf einem Schiff kann an Land so eigentlich fast nie erfolgen. Nach 8 Stunden Ankunft in Rostock. Es ist cool, dass wir heute noch mal alle Segel benutzen konnten, so am letzten Tag. Das kann man gern noch mal machen. Ob solche Fahrten auch in den nächsten Jahren noch möglich sind und vor welchen aktuellen Herausforderungen die Traditionsschifffahrt steht, erfahren Sie in der neuen Folge unseres Podcasts Dorf, Stadt, Kreis in der ARD-Audiothek und der NDR-MV-App.